unternehmerisch aktiv zu sein und was zu kreieren und so eine Company aufzubauen, von klein wieder ein bisschen größer, also viel geiler geht nicht. Das Thema Recruiting, Einstellung, Mitarbeiter, Führung, Wachstum ist aber auch die Nuss, die am härtesten ist. Die meisten Unternehmen, die wachsen wollen, dran scheitern, weil es eben nicht so einfach ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mal in etwas anderem Ambiente hier. Das ist noch nicht das Final-Ambiente, weil morgen erwarten wir noch eine etwas größere Lieferung, aber es ist auf jeden Fall schon mal etwas Neues. Damit eröffnen wir diese Podcast-Folge und ich habe ein sehr, sehr cooles Thema mir überlegt. Und zwar, warum machen Teilzeit- und Minijobkräfte, warum macht das einfach weniger Sinn, als lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und wirklich Vollzeitkräfte zu haben? Okay. Also zuallererst mal natürlich haben wir nicht nur jetzt hier einmal ein neues Ambiente, sondern wir sind ja umgezogen. Das heißt, wir haben sozusagen die erste Podcast-Folge in unserem neuen Büro. Yes. Was ja auch schon mal, yeah, was zum Feiern ist. Das ist ja auch schon mal eine coole Angelegenheit. Wir sind jetzt hier in meinem Büro. Und wir werden so ein bisschen wandern auch in der nächsten Zeit. Nicht immer nur in einem Büro sitzen, beziehungsweise in einem Raum sein, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Okay, also ich hole mal ein bisschen gehe mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Also ich habe verschiedene Dinge natürlich selber auch ausprobiert und gemacht. Ich habe mit freien Mitarbeitern gearbeitet. Also damals waren das sogenannte freie Handelsvertreter. Ich bezeichne das so als Piratenschiff. Ne? So, weißt du, so, wir haben so eine Beute, die teilen wir auf und so, das ist die eine Seite, was ja viele Immobilienmakler draußen machen. Ja. Die zweite Sache ist Vollzeitkräfte, mit Vollzeitkräften zu arbeiten. Und die dritte Sache ist halt Halbtagskräfte oder eben auch sogenannte Minijobber. So, und das Thema bei Minijobbern ist so, das kann man punktuell durchaus mal machen, so für einzelne Sachen. Das Ding ist halt, in der Regel, die haben halt einen Hauptjob. Die haben einen Hauptjob. Das heißt, sie sind nicht committed, die Leute. Ja, also die machen etwas, um zusätzlich Geld zu verdienen. Das heißt, beim erstbesten Wind oder beim erstbesten Problem sind die natürlich auch schnell wieder weg. Ja, das ist auch eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo ich auch mit der Frage drauf hinaus wollte oder mit der Thematik, weil geteilter Fokus oder geteiltes Commitment oder vielleicht einfach überhaupt kein Commitment ist halt einfach schwierig. Ne? Ist schwierig. Vor allem werden ja auch sehr, sehr oft Zyklen angefangen, Arbeiten angefangen, die eben gar nicht richtig zu Ende gebracht werden können. Das heißt, es geht ja auch so sehr, sehr viel Effizienz, sehr viel Speed verloren. Und Speed ist ja in der Entwicklung von einem Business extrem entscheidend auch. Ja? Dass Sachen nicht so lange dauern, dass ein Mitarbeiter auch genügend Zeit zur Verfügung hat, sofern es natürlich ein guter Mitarbeiter ist und der auch die Zeit nutzt, um eben Zyklen zu schließen, um Aufgaben zu erledigen, Projekte durchzuführen und so weiter. Das ist natürlich mit einer Teilzeitkraft, mit einem Minijobber, musst du immer auf den darauffolgenden oder die Zukunft eben spekulieren, dass er dann seine Sachen fertig macht. Also es erfordert eine sehr straffe Organisation, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel. So, da ist jetzt eine Mama, die hat ein Kind. Die sagt, ich möchte aber nicht nur zu Hause bleiben, ich möchte auch nebenbei noch arbeiten gehen. So, jetzt ruft die Schule an, das Kind wird krank. Wo ist die Mama dann? Beim kranken Kind, was ja auch durchaus verständlich ist. Ist ja auch gar nicht böse gemeint. Nur das Ding ist, du musst natürlich als Unternehmerin oder als Unternehmer, als Selbstständiger das Problem immer ausgleichen. Also du hast immer wieder neue Probleme und Herausforderungen. Am Ende bist du die Person, die darunter leidet. Genau, und sie kann halt nur eine Sache machen. Ne? Weil das sind, ich sag mal, 10, vielleicht 12 Stunden in der Woche, die diese Person arbeiten kann. Was ist das denn? Das ist ein Arbeitstag. Das ist ein einziger Arbeitstag, den die Person arbeiten kann. Und das teilt sie dann auch noch auf. So, und wenn dann die Person 3 Stunden kommt, man kann das vielleicht so in der Anfangsphase, um so erste Dinge zu erledigen, zwar machen, aber das Problem ist doch eigentlich ein ganz anderes, was dahinter steht. Eigentlich, um da ganz kurz einzuhaken, wir haben ja auch
teilweise die Situation erlebt, also ich zum Beispiel habe das auf jeden Fall erlebt, wo Kunden von uns da eben nicht von Anfang an auf uns hören wollten, ja, und es dann versucht haben und die dann nach 3 Monaten, spätestens 2, 3 Monaten gesagt haben, fuck, warum habe ich nicht auf euch gehört, ist genau das passiert, was ihr gesagt habt, geteilter Fokus, Kind, was auch immer, Familie, nicht committed, Arbeiten sind zu lange liegen geblieben, am Ende kann der Unternehmer nichts vorantreiben so richtig. Genau, und was da wirklich dahinter steht, ist doch die Angst vor den Kosten, Angst, Geld auszugeben. Und es gibt wirklich 2 wichtige Voraussetzungen, die man verstehen muss, wenn man einen Mitarbeiter einstellt. Und das sind 2 ganz wirklich elementare Dinge. Der erste Punkt ist, ich muss die Arbeit haben. Also die Arbeit muss da sein. Und ich muss auch wissen, was ist das für eine Arbeit und wie funktioniert diese Arbeit? Wie funktioniert diese Arbeit? Weil da scheitern ja schon viele dran, weil sie im Prinzip gar nicht wissen, wofür will ich jemanden einstellen? Was ist eigentlich wirklich das Problem? Ach, ich stelle einfach mal jemanden ein. Und es findet leider zu oft ohne wirklich Sinn und Verstand statt. Ja. Punkt Nummer 1. Ich sage zu dem Punkt, ich sage sogar so weit, dass gerade in der maklerspezifischen Branche sage ich, dass 80% der deutschen Immobilienmakler oder auch Österreich, Schweiz, ne, Dachraum, die mit 1, 2, 3 Mitarbeiter haben, haben Mitarbeiter, aber keine Prozesse. Also es gibt nicht mal wirklich geregelte Arbeitsabläufe. Es gibt nicht mal irgendwie eine interne Struktur, wo glasklar ist, wo was ist, wo man was findet, wie eine Aufgabe im Detail in der Praxis ausgeführt werden muss, sodass Ergebnis XY immer gleich dabei rumkommt. Gibt's nicht. Genau. So, definitiv die 2. Sache ist, ich muss das Geld haben, um sie zu bezahlen. So, das heißt also, wenn ich Umsatz mache, in meinem Unternehmen. Also ich weiß, wie ich einen Kunden gewinne, wie ich ein Objekt rankomme und wie ich es verkaufe. Und wie ich das wiederholen kann. Ja, da hört es ja aber oft schon auf. Das wissen ja schon viele gar nicht. Wie komme ich an Kunden ran? Ja, nur aber das ist ja der Schlüssel, das ist ja der Schlüssel, um überhaupt unternehmerisch als Makler absolut überhaupt erfolgreich zu sein. So, aber wenn ich doch diesen Schlüssel habe, wenn ich diese Nuss geknackt habe, dann weiß ich doch, wie ich Geld verdiene. Und wenn ich weiß, wie ich Geld verdiene, gibt es nur 2, also im Prinzip, ja, 2 Fragen. Die erste Frage ist, oder die erste Sache ist, bringe ich mein Geld oder überweise ich mein Geld auf mein Privatkonto und mache da irgendwas anderes damit? Was sehr viele machen. Was sehr viele machen, genau. Ne, also versuchen dann irgendwelche Träume damit zu verwirklichen und glauben einfach auf diese Art und Weise, etwas Standfestes mit einem gesunden Fundament aufzubauen, was ja nicht der Fall ist. So, das heißt also, sie machen irgendeinen Quatsch damit. Und das Zweite ist dann schlicht und ergreifend, oder das andere ist dann, das zu investieren in die Firma. Und damit bist du automatisch in die Verbesserung von Dienstleistungen, ne, besseres Büro und natürlich, und das ist das Allerwichtigste, was davor steht, ich würde sogar, bevor ich mir ein Büro anschaffe oder einen tollen Laden, würde ich mir erstmal 1, 2 Mitarbeiter einstellen. Ja? Und wenn die bei mir zu Hause sitzen, habe ich ja auch gemacht, ja? Bei mir im Wohnzimmer haben sie gesessen, wo ist das Problem? Dann machst du halt das. Ja, aber das ist viel wichtiger, du brauchst helfende Hände. Ja. Und dabei solltest du natürlich wissen, was diese helfenden Hände tun sollen. Absolut. So, und wenn, jetzt ist es ja eigentlich ganz einfach, weil wenn du weißt, weil du hast ja gesagt, das ist das Fundament, wenn du weißt, wie du zum Beispiel an mehr Kunden kommst, und dann einen Mitarbeiter einstellst, weil du die Ressourcen dafür hast, dann bringt dieser Mitarbeiter dir ja auch Geld im besten Fall, wenn du den Weg kennst. Warum? Weil der Mitarbeiter schafft dir Zeit. Du kennst den Weg, wie du an Kunden kommst. Das heißt, du kannst mehr deiner Zeit da rein zu investieren, wieder an mehr Kunden zu kommen. Der Mitarbeiter hilft dir im Abarbeiten des Ganzen. Also ist es eine umsatzsteigernde Aktion letzten Endes. Absolut, ja? Immer. Oder sollte es sein, weil ansonsten läuft was schief. Ne? Genau. Gute Mitarbeiter bringen Geld, schlechte Mitarbeiter kosten Geld. Und machen mehr Arbeit, als genau sie dir abnehmen sollen. Das ist das Ding. Ne? Gute Mitarbeiter bringen Geld und schlechte Mitarbeiter kosten Geld. Und das ist genau das Thema, so kriegst du deinen Laden ans Fliegen. Und das
also wie gesagt, wir haben ja einmal das Problem, ist dieses, ich will das Geld nicht loslassen. Und das zweite Problem ist einfach die Tatsache, dass die Leute die Verantwortung scheuen. Dass die Leute die Verantwortung scheuen, weil, man muss es leider mal so sagen, wenn du für dich selber keine Verantwortung übernimmst, dann kannst du natürlich auch keine Verantwortung für andere übernehmen. Und wenn du selber nicht weißt, das hat ja was mit Verantwortung zu tun, wie dein Laden läuft und wie du an Objekte kommst und sie verkaufst, ne, dann bist du noch nicht im Bereich von Verantwortung drin. Weil das ist ja etwas, wo du sagst, ich habe es im Griff. Und dann hast du das andere natürlich automatisch auch im Griff. So, und das Problem von Verantwortung ist, wenn man kein Wissen darüber hat, also wie man Mitarbeiter einstellt oder wie man an sie rankommt, wenn man eben nicht die Einstellung kennt, also nicht die Einstellung des Mitarbeiters oder meine, sondern wie man das macht, ja, und wie man sie führt. Und das ist halt einfach ein Bereich, da müssen ja Leute draußen einfach mal aufhören, dieses Handmade und ich glaube ja, ach, ich kriege das schon irgendwie hin und sich dann schwarz ärgern, wenn es nicht funktioniert, sondern lerne doch einfach, wie es richtig geht. Ja, das ist ja auch zum Beispiel ein Punkt, warum die meisten gar keinen Bock auf Mitarbeiter haben, ist, weil sie ja in der, das würden sie natürlich nicht zugeben, aber sie in der Vergangenheit genau an dieser Thematik gescheitert sind. Sie haben es versucht, ja, und haben es eben nicht hinbekommen. Oder haben jemand anders dabei beobachtet, wie er damit gescheitert ist. So. Und sagen deshalb, ja, Mitarbeiter ist scheiße. So. Ja. Aber das sagen ja nur Leute, die noch nie in der Situation waren, so wirklich ein Team hinter sich zu haben, was auch funktioniert, weil das ist ja eine unfassbar geile Situation. Ja? Das können halt nur viele einfach gar nicht beurteilen und ziehen irgendwelche Schlüsse auf einem Fundament, was einfach Schwachsinn ist. Ich habe das auch schon gesagt. Das war aber genau der Punkt. Das ist viele, viele Jahre her. Ich habe das auch schon gesagt, weil ich halt eben geglaubt habe, ich weiß, wie es geht, es aber nicht wusste, wie es geht. So, und dann bin ich gescheitert. Und in dem Moment, wo du einer Sache Aufmerksamkeit gibst und eben dann auch bereit bist zu lernen, wie das funktioniert, und da gehört genau wie auch, wie eine Immobilie zu bewerten, das muss man auch lernen, das ist ja so, ne? Und wie man eine Immobilie verkauft. Und die gerade so diese, ich sag mal, so kleinselbstständigen Szene, die Einzelkämpfer-Szene, da ist halt ungefähr so, ich mach mal, und man darf halt irgendwann in diesem Ich mach mal, was ja gut ist, ne, einfach zu starten, loszulegen, man darf nur nicht in diesem Ich mach mal stecken bleiben. Denn wenn man da drin stecken bleibt, auch das hat irgendwann einen Turnaround. Du hörst halt auf dann. Du musst halt irgendwann ist halt, es muss alles immer einen Schritt wieder professioneller werden, wieder einen Schritt professioneller. Und es ist nichts, ich sage das nochmal auch in die Kamera ganz klar, es ist nichts dagegen zu sagen, zu starten, Ärmel hochzukrempeln und zu machen. Und ja, da, wir laufen alle mal in irgendeine Falle rein, in irgendeinen Misthaufen rein. Das ist auch vollkommen okay. Nur du musst halt einfach eine Sache wissen, dass jede Firma, wie wir Menschen auch, als Persönlichkeiten wachsen Schritt für Schritt. Wir wachsen ja nicht, wir werden ja nicht geboren und sind dann eine Superman. Oder sind eine Woche später 2 Meter groß. Genau. So, das ist halt einfach ein sukzessiver Prozess, der über einen längeren Zeitraum stattfindet. Exakt. Und so ein Baby lernt krabbeln, so ein Baby lernt zu stehen im Laufkasten, ne, so hier im Laufstall. So, und dann kommt aus der Krabbelei wird dann ein Stehen, aus dem Stehen wird dann ein wackeliges Gehen und so weiter geht das Ganze. Und so ist es unternehmerisch im Prinzip genau das Gleiche. Ne, und selbst jemand, der jetzt BBL studiert hat und ein geborener Superman ist, ja, ein geborener Superman, der kriegt genauso auf die Nase wie alle anderen. Der kriegt halt auf einer anderen Art und Weise auf die Nase. Also wird keiner als geborene Führung, also als Führungskraft geboren. Aber das Wichtige ist, dass diese Grundanlagen, die sind ja in uns drin. Ja. So, und die müssen halt freigelegt werden. Und wenn man dann mal irgendwie, sagen wir mal, und Fähigkeiten müssen gewonnen werden, Fähigkeiten müssen herauskristallisiert werden, dann ist halt so dieses Diamantenthema. Ne? Und ein Diamant, ne, der wird halt unter Druck erzeugt. Ja, da muss man halt einfach sich einfach den Herausforderungen stellen. Ja, und besser auf jeder werden. Stufe. Und besser werden einfach. Genau, auf jeder Stufe, Schritt für Schritt
Und das ist ein cooler Prozess. Und ich habe es heute noch mal in einem Live-Call gesagt, letztendlich ist das unternehmerische Leben ein, also ich sage mal ganz ehrlich, es ist so ein geiles Abenteuer. Es ist so ein geiles Abenteuer. Und es ist wirklich geiler als jeder Urlaub. Das ist geiler als jeder Urlaub, weil ein Urlaub ist nach 1, 2 oder 3 Wochen, vielleicht auch mal nach 4 Wochen ist er vorbei. Du hast die Eindrücke, aber unternehmerisch aktiv zu sein und was zu kreieren und so eine Company aufzubauen und so wie wir jetzt auch dieses Erlebnis haben von klein wieder ein bisschen größer und von wieder und wieder und auf einmal bist du in so einem wirklich in so einem Ideal, wo du sagst, also viel geiler geht nicht. Also viel geiler geht es einfach nicht mehr. Das ist schon so die Endstufe. Wahrscheinlich, auch da gibt es jetzt nochmal Stufen darüber. Aber das ist halt ein toller Prozess und das ist das wahre Leben. Ne? Nicht der Urlaub oder das schicke Auto oder... Vor allem verbringst du ja den Großteil deines Lebens mit Arbeit. Genau. So, also dann spiel doch lieber ein großes Spiel, anstatt so ein nach dem Motto, ja, ich halte lieber meinen Umsatz oder so ein Zeug. Ja, ja gut, das funktioniert ja sowieso nicht. Ne? Nee, also das, gut, aber da, ne? das ist ein anderes Thema. Das ist eine andere Folge. Das ist eine nächste Podcast-Folge. Genau, richtig. So. Genau. Also spiel doch lieber ein geiles Spiel, weißt du, wie ich meine, oder ein größeres Spiel. Und dann ist auch die Zeit geil investiert. Aber das Ding ist halt, sich die Dinge bewusst zu machen. Ja. Und da scheitert es natürlich beim einen oder anderen, ne, der einfach, wo man nicht hinschaut oder wo man einfach nicht bereit ist, das mal, wie soll man sagen, diese Challenge mal anzunehmen. Ne, diese Challenge mal anzunehmen und zu sagen, ich gehe den Weg einfach und ich lerne. Und komischerweise sagen ja alle, alle sagen, ich habe am meisten gelernt, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin. Und das gilt auch für das Thema Mitarbeiter. Da habe ich auch am meisten gelernt. Wenn ich gemerkt habe, es funktioniert nicht und ich habe Probleme und dann mich hingesetzt habe und überlegt habe, wie kann ich die Nuss knacken. Man muss aber jetzt auch dazu sagen, das Thema Recruiting, Einstellung, Mitarbeiter, Führung, Wachstum ist aber auch die Nuss, die am härtesten ist. Also es ist die Nuss, die, wie soll ich sagen, es ist eigentlich der auch ein Punkt, wo die meisten Unternehmen, die wachsen wollen, dran scheitern, weil es eben nicht so einfach ist. Ja, ja, okay, das könnte man jetzt so könnte man tatsächlich so sehen, weil es der unbekannteste Bereich ist, weil er ja mit dem eigentlichen Geschäft, was man gelernt hat, eben weniger zu tun hat. Und jetzt hast du es halt mit Menschen zu tun, ja, mit Einstellungen, mit Meinung. So, das sind halt Variablen drin. Und deshalb ist ja so wichtig, dass du ein System hast, dass du Prozesse hast, dass du Strukturen schaffst und dass du auch ein Riesenthema, dass du als Selbstständiger nicht den Mitarbeiter diktieren lässt, was zu tun ist oder was gemacht wird, sondern du musst halt selbst verstanden haben, was zu tun und zu machen ist. Nicht der Mitarbeiter bestimmt die Regeln, sondern du als Unternehmer bestimmst die Regeln. Und der Mitarbeiter muss sich dem Unternehmen anpassen und nicht der Chef dem Mitarbeiter oder das Unternehmen dem Mitarbeiter. Das funktioniert halt eben nicht. Und alles Weitere machen wir in der nächsten weiteren Podcast-Folge. Und wenn ihr da draußen Bock auf Mitarbeiter habt, dann nehmt doch einfach Kontakt mit uns auf und wir sprechen mal miteinander, weil es lohnt sich auf jeden Fall als Makler und nicht nur als Makler, sondern generell als Unternehmer einfach mal die nächste Stufe zu erklimmen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es macht viel Spaß in diesem Sinne. Tschüss.